ich bin der Günther. Ich komme aus Rörbude. Digga, das war gerade ein fetter Voice-Crack zum Beginn. Trotzdem werde ich heute tatsächlich ein Q&A aufnehmen. Es haben zwar nicht so viele mitgemacht, wie ich vielleicht gehofft hatte, jedoch sind trotzdem ein paar Fragen zusammengekommen, die ich jetzt hier beantworten möchte. Und tatsächlich werde ich in diesem Video meinen echten Namen revealen. Ja, das klingt jetzt vielleicht Clickbait oder was auch immer, aber ich meine das ernst. Nach über 4 Jahren Günther aus der Dönerbude werdet ihr auch erfahren, was zumindest mein Vorname ist. Allein schon, damit ich ihn nicht immer rausschneiden muss. Das ist fucking umständlich und dumm. Ja, ich habe jetzt tatsächlich nichts groß vorbereitet, weil ich persönlich finde, auf solche Fragen wie bei einem Q&A kann man einfach besser kurzfristig antworten, wenn man sich nicht so lange drüber Gedanken macht, ja, ist das wirklich so, sondern wirklich einfach der erste Impuls. Deswegen würde ich sagen, der echte Name kommt ganz am Ende und zuvor machen wir die Fragen. 3 Leute gibt es und insgesamt 6 Fragen. Ich beginne ganz einfach mit der Frage von Maurice Fischer und da muss ich, was ist dein Lieblingsspiel? Kann man natürlich auch zu sagen, wenn man den Kanal hier regelmäßig aktiv guckt, dann weiß man das definitiv. Meine Lieblingsreihe ist auf jeden Fall die Pokémon Mystery Dungeon Reihe, bei der wahrscheinlich 2 Teile sind auf jeden Fall in den Top 2 meiner Lieblingsgames. Ich weiß nicht, ob ich auf Platz 3 Smash oder Portale in die Unendlichkeit setze. Aber mein absolutes Lieblingsspiel ist Pokémon Super Mystery Dungeon für Nintendo 3DS. Wer es noch nicht gespielt hat, sollte das auf jeden Fall nachholen. Also, die nächste Frage kommt von Dark God Eier. Was motiviert dich zum Drehen von den Videos? No front, deine Rechtschreibung ist es nicht. Sorry, der musste jetzt sein. Ja, was motiviert mich zum Drehen von Videos? Das ist, kann ich tatsächlich auch mal sagen, ich habe im Moment wieder so eine Phase, in der ich mir wirklich viele Gedanken mache, sowas habe ich öfter, in der ich auch wirklich überlege, inwiefern es das überhaupt wert ist, wie viel Zeit ich in diesen YouTube-Kanal investiere. Das habe ich, seit ich den Kanal begonnen habe, eigentlich. Solche Phasen verarbeite ich dann immer auf irgendeine andere Weise und dieses Mal habe ich tatsächlich, vor allem weil mir Songs schreiben, Musik machen, macht mir im Moment so viel Spaß, da könnt ihr viel von mir erwarten. Also quantitativ, qualitativ ist es jetzt wahrscheinlich nicht so an der Spitze, aber es macht mir einfach Spaß. Und ich habe da auch schon einen Song drüber geschrieben, der ist schon produziert, ich guck noch, wann ich ihn hochlade, wahrscheinlich auch die Tage. Und in dem rede ich da unter anderem auch drüber. Was mich eigentlich motiviert, ich mache diese Videos großteils eigentlich nicht wirklich für mich. Natürlich habe ich auch meinen Spaß und das ist eben auch das, was man haben sollte. Weil wenn man YouTube macht und keinen Spaß an dem hat, was man macht, kann es einfach nicht gut sein. Punkt. Das ist ein Fakt. Und was mich motiviert, ist eigentlich jedes Mal, wenn ich weiß, dass ich irgendwem den Tag verschönern konnte. Das ist das, was mir Motivation gibt. Das ist wirklich das, wegen dem ich weitermache. Ich mache diese Videos eben wirklich, damit hier ihr als Zuschauer eure Freude daran habt und ich vielleicht auch euren Tag ein bisschen verschönern kann. Wenn ihr einen schlechten Tag hattet, sowas. Ich kenne das auch selber. Dann helfen mir oft YouTube-Videos, um eben runterzukommen, mich zu entspannen und einfach ein bisschen zu lachen. Oder mich... Ich habe entspannt schon gesagt. Das kommt eben auch dabei raus, wenn man sich keine Notizen macht. Ich laber komplett dumm rum. Aber was mich motiviert, ist eigentlich eben das Bewusstsein, dass ich anderen mit den Videos eine Freude bereiten kann. Die 2. und letzte Frage von ihm. Was ist deine größte Sorge bezüglich YouTube? Das ist auch eben eine Sache, die ich in diesem Song einmal gesagt habe.
eigentlich ist so meine größte Sorge, viele würden jetzt wahrscheinlich sagen, dass der Kanal nicht mehr läuft, dass da dann irgendwie zusammenkracht. Wenn das passiert, ist es so. Ich würde die Videos trotzdem weitermachen. Irgendwer würde sie schon noch gucken. Was hingegen eher für mich die Sorge ist. An sich mache ich die Videos wirklich für euch. Aber trotzdem bin es nun mal ich, der diese Videos macht. Und ich habe wirklich ein bisschen die Sorge, vor allem bei meinen Hörspielen, die dann... An sich sind sie persönlicher als alle anderen Videos. Aber ich rede da halt nicht so, sag ich mal. Ich weiß nicht, ob man versteht, was ich sagen will, aber vor allem bei denen, ich habe manchmal das Gefühl, dass ihr als Zuschauer auch vergesst, dass hinter diesen Videos, dass das wirklich ein Mensch ist, der dahinter steckt. Dass ihr wirklich mich noch seht hier. Und nicht einfach irgendwie eine Art Maschine oder so, die nur zum Videos produzieren da ist. Die eigentlich alles hier machen kann, was sie will. Ich bin trotz allem auch nur ein Mensch. Und meine Sorge ist teilweise wirklich, dass die Leute das vergessen. So, damit haben wir die erste Hälfte der Fragen durch und kommen zu den letzten drei Fragen. Alle vom Genossen Pingo Magic. Er schreibt, hier ein paar Fragen, wenn du sie beantworten willst. Dafür ist ein Q&A tatsächlich gut. Erstens, wie kamst du auf die Idee, mit YouTube anzufangen? Also, das habe ich, glaube ich, auch irgendwann schon mal erzählt. An sich habe ich immer gerne YouTube geguckt, dachte mir, das ist echt cool, ich will sowas auch mal machen. Damals hatte ich noch weniger die Motivation, wie heute eben andere glücklich zu machen, mich selber etwas auszudrücken. Ich sehe das eben wirklich als eine Art Kunstform fast an inzwischen. Wie ich auf die Idee gekommen bin, es war eben einfach, ich habe gesehen, wie Leute Let's Plays machen und dachte mir, das wäre doch echt cool, das will ich auch machen. Und dann die wunderbare Story, dass ich eben einfach nicht wusste, wie man einen Kanal erstellen kann. Und im Urlaub dann irgendwann auf meinem Handy, als ich noch auf dem alten Handy YouTube geguckt habe, bin ich random auf den Button gekommen und dann hatte ich die Möglichkeit, einen Kanal zu erstellen. Als ich aus dem Urlaub zurückkam, habe ich das dann sofort gemacht und Günther aus der Dönerbude ging kurz darauf los. So bin ich eigentlich darauf gekommen, mit YouTube anzufangen. Zweite Frage. Warum präsentierst du Gaming-Videos, wenn das nicht zu eins gehört? Videospiele waren schon auch vorher bereits meine Leidenschaft, auch wenn ich durch YouTube erst wirklich bemerkt habe, wie viel mir das bedeutet und vor allem seit ich während meiner YouTube-Zeit Pokémon Mystery Dungeon kennengelernt habe. Das hat wirklich viel für mich verändert auch. Gaming-Videos... Kurzum, Videospiele machen mir einfach Riesenspaß. Es ist eben das, bei dem ich mir auch denke, es passt zu mir. Es ist eine Leidenschaft von mir. Und deswegen mache ich auch Gaming-Videos. Auch wenn das vielleicht auf YouTube nicht die dankbarste Branche ist. Es juckt mich weniger, eigentlich nicht. Ja, und die letzte Frage, die allerdings eine ganze Weile dauern wird. Und zwar, ich war so froh, dass du die gestellt hast hier. Ich war so froh, dass du die gestellt hast, Pingo Magic, weil da kann ich wirklich viel drüber reden. Aber wisst ihr was? Vorher machen wir tatsächlich den Name Reveal. Auch wenn es viele vielleicht interessiert, wird das in der dritten Frage jetzt sehr lang und wer das, ich muss gerade nebenbei schreiben, sorry. Wen das nicht interessiert, der kann dann abschalten. Und zwar seit 4 Jahren ungefähr, etwas mehr wisst ihr, habe ich meinen Namen geheim gehalten. Warum? Am Anfang noch so ein bisschen aus eigenem Willen, später dann eigentlich mehr aus Prinzip und vor allem wegen meinen Eltern. Inzwischen habe ich es aber alles auch hier, ich habe es nochmal mit ihnen besprochen und es juckt eigentlich keinen, wenn ich meinen echten Vornamen sag. Ob ihr jetzt mich weiter Günther nennt oder bei meinem normalen Vornamen ab sofort. Ich sag's so, ich bin Günther halt gewohnt, aber mir ist es relativ egal. Und wie man den Namen schreibt, muss ich euch vielleicht einblenden. Denn tatsächlich, der echte Name von Günther aus der Dönerbude lautet... Jason. Interessanter Name, haben viele von euch bestimmt noch nicht gehört. Schreiben tut man es genau wie Jason. Und deswegen nennt mich jeder verdammte Lehrer, den ich zum ersten Mal hab, so. Manchmal hasse ich meine Eltern für diesen Namen,
weil jeder am Anfang Jason sagt, immer und immer wieder. Aber ich bin der Delta-Allmann. Mein Name ist Jason, derjenige, der hinter diesen Videos steht. Das bin ich. So, und jetzt zur letzten großen Frage von... Digga, wir sprechen hier gerade übermorgen, wenn wir Smash aufnehmen wollen. Und dann kommt Noah. Ja, lass morgen aufnehmen. Wenn's Vormittag geht, dann... ja, habe ich gesagt. Ja, okay, da muss ich gucken. Nee, geht nicht. Ach, warte, geht doch. Ich liebe sowas. Naja, die letzte große Frage, über die ich mich eben echt sehr gefreut habe. Kannst du allgemein Tipps zum Ausdenken und Schreiben von Geschichten geben? Das würde mich sehr interessieren. Ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich einige von euch interessieren würde, wie überhaupt so die Walross-Edition entsteht, was ich da für Tipps geben kann. Und ich muss wirklich sagen, was das angeht, bin ich auch sehr froh, dass ich meine englische Fanfiction Never Alone geschrieben habe. Denn ich habe wirklich bemerkt, dass ich in dieser einige Fehler gemacht habe, bei denen ich gar nicht so bemerkt hätte, dass man das falsch machen kann, wenn es nur die Walross-Edition gegeben hätte. Weil ich es da einfach nicht mache. Das Wichtigste beim Schreiben einer Geschichte sind meiner Meinung nach zwei Sachen. Einerseits, lasst euch Zeit. Hetzt euch auf keinen Fall, auch wenn ich neue Walross-Edition für euch schreibe. Ich hetz mich dann nicht, denn wenn man sich hetzt, dann kann es nicht gut werden. Vor allem ist es immer gut, schon lange im Vornherein zu überlegen, was könnte man überhaupt einbauen. Schreibt auf jeden Fall über etwas, für das ihr euch interessiert. Und schreibt auch in einem Stil, den ihr wollt. Lasst euch nicht irgendwie sagen, ja, verwendet viele rhetorische Mittel, sowas. Schreibt wirklich, wie ihr es wollt. Denkt euch lange im Voraus den Ablauf aus. Ich zum Beispiel wusste bereits bei Anfang der Walross Edition 3, wie die Walross Edition 6 im Grundsatz aussehen wird. Und das Ganze ist wichtig, damit man auch... Was sehr wichtig für Geschichten meiner Meinung nach ist. Und zwar Anspielung. Zum Beispiel, ich überlege gerade, ob es eine Anspielung gibt aus der Walross-Edition, die ich schon aufgelöst habe. Auf jeden Fall, wenn man eine Anspielung machen will, das hilft, das ist immer eine echt coole Sache. Wenn man irgendetwas hat, bei dem sich die Zuschauer denken, was bedeutet das? Was soll es mir sagen? Dann bleibt man eher dran. Und dann, wenn man eben schon alles geplant hat, kann man solche Anspielungen machen, die man dann deutlich später erst auflöst und damit eben die Motivation lange halten. Sonst ist es, wie gesagt, eben sehr wichtig, bei einem eigenen Stil zu bleiben. Zudem, nehmt nicht unnötig viele Charaktere in eure Geschichten mit auf. Nehmt nur ein paar. Es ist wichtiger, dass die Charaktere wirklich eine Persönlichkeit haben und Individuen sind, als dass man viele von ihnen hat. Versucht vielleicht auch, klar, man kann einige Klischees machen, zum Beispiel in welcher Walross-Edition hat niemand sein Gedächtnis verloren. Aber versucht trotzdem nicht komplett nur nach Klischees zu gehen und das Zeug, das jeder schon gehört hat, zu machen. Das Wichtigste beim Schreiben ist eigentlich wirklich, individuell zu bleiben. Ich guck grad nochmal, ich hatte neulich schon mal einen Chat, ob ich das irgendwie finden kann. Ah ja, da ist es. Da habe ich einiges darüber geschrieben. Was eben immer gut ist, ist eigentlich mysteriöse Charaktere, die eben einen auch begleiten über die Geschichte, die Fragen aufwerfen. Das ist das Wichtigste, Fragen aufzuwerfen. Zudem sollte man natürlich auch darauf achten, dass die Story interessant ist, vielleicht auch Wiederlesewert hat. Aber man sollte eben nicht übertreiben. Man sollte nicht zu viele Charaktere machen, nicht zu viele verschiedene Verzweigungen. Man darf es nicht zu sehr übertreiben. Was auch immer sehr gut ist, wenn man irgendwie noch eine Botschaft sozusagen hat. Eine Botschaft, die eben dem Zuhörer in meinem Fall, Zuschauer, Leser vermittelt werden soll. Dass sie eben auch etwas daraus lernen, dass
trifft auch nochmal wirklich tiefer. Ich glaube, das war jetzt das meiste, was ich dazu sagen kann. Was auch wichtig ist, versucht die Geschichte so zu schreiben, dass man sich wirklich auch vorstellen kann, wie die Gegend aussieht, aber dabei lasst ihr einen Interpretationsspielraum. Das ist ganz wichtig. Natürlich kann man auch, wie ich, Charaktere verwenden, die es schon gibt, zum Beispiel Pokémon. Aber es ist auch immer schön, noch ein oder zwei OCs einzubauen. Habe ich da jetzt zwar nicht so viele selber, aber... ich glaube, das war's. Also... natürlich sollte man auch darauf achten, dass an sich Grammatik, Rechtschreibung, alles ganz gut passt. Was eben mir aufgefallen ist, Never Alone 2 auf fanfiction.net habe ich mit zu wenig Vorplanung geschrieben. Und damit hat es letztendlich, finde ich, gewirkt wie eine Aneinanderreihung von Plot-Twists ohne wirklichen Inhalt dazwischen, ohne wirklichen Kontext. Und das ist eben gerade das Problem. Jetzt nochmal kurz zusammengefasst. Was ist wichtig? Nicht zu viele Charaktere. Macht lieber die Charaktere dafür bedeutend. Man muss mit den Charakteren sympathisieren können als Leser, egal auf welcher Seite sie stehen. Nehmt euch Zeit zum Ausdenken und zum Schreiben. Denkt schon weiter voraus, als ihr schreibt. Dann könnt ihr gute Anspielungen einbauen. Gebt Rätsel auf. Macht mysteriöse Charaktere. Designt eine zwar interpretierbare, aber trotzdem wirklich schöne Welt. Ein guter Plot-Twist ist natürlich auch wichtig, aber bleibt nicht zu kompliziert. Was war noch wichtig? Ich denke, das war so ziemlich das Wichtigste. Es ist auch immer schön, wenn Geschichten über eine längere Zeit sind, wenn man da ein bisschen auf die Stammbäume von Charakteren guckt. So wie zum Beispiel, Chelasts Eltern teilweise eine Rolle in der Virus Edition 4 gespielt haben und versucht, eine Moral zu vermitteln. Und bleibt euch dabei immer selber treu. Wenn man etwas schreibt, hinter dem man nicht steht, kann es nicht gut werden. Man muss immer schreiben, wie man selber es will. Also, ich hoffe, ich konnte euch vielleicht auch ein bisschen weiterhelfen. Ich werde wahrscheinlich einen Großteil von dem gerade rauscutten. Vielleicht alles bis hier auf das am Ende bei der Erklärung. Aber ja, das war's mit diesem Q&A. Vielleicht mache ich sowas nochmal. Danke an alle, die teilgenommen haben. Wenn es euch gefallen hat, Like und oder Abo dalassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Jason ist raus.